Herzlich willkommen zurück zu Feuerort mit Arezo. Ich bin Arezo und wir sind nicht mehr vergiftet. Ha! Ein paar Tage Reise hat's geheilt. Okay. Ich möchte nach Junktown. Ich bin mir fast sicher, dass ich dort einfach rausgeschmissen werden werde. Aber wir können ja erstmal nachgucken. Junktown ist so weit weg. Ach Gott. Aber okay, wir wollten danach zum Hub und der Hub ist direkt hier hinten. Also, das ist ganz gut. Ja, wir haben ja ein kleines bisschen. Wir können hier zum Eingang und... Mann, es wirkt nicht, als wären wir... Ah, oh, die Tore sind nachts verschlossen. Aber wir können einfach durchlaufen. Wandra, du hast vermasselt. Wir brauchen Beweise, so wie, dass wir Gizmo ganz legal erledigen konnten. Schau ganz unter uns. Ja, okay. Verlass Junktown lieber. Wir sind nicht verbannt, sondern nur weggeschickt worden. Okay. Okay, erstmal ist es gerade nachts. Wir warten, bis der Morgen tatsächlich ist, ne? So. Jetzt sollten Leute auch tatsächlich mit uns reden können. Und vielleicht können wir ein bisschen handeln. Junktown-Wachen. Junktown-Wache. Kühlschrank. Der konnte... abgeschlossen. Okay. Tisch, Moment, ist das hier ein Händler eventuell auch? Nee, das ist auch eine Wache. So viele Wachen. Andrew. Hallo, Andrew. Kann ich dir helfen? Wer bist du? Ich bin Andrew. Mein Job ist es, das Gefängnis zu bewachen. Was machst du? Bewache das Gefängnis. Ich achte darauf, dass keine Bösewichte rein- oder rauskommen. Okay, warum solltest du jemanden davon abhalten, ins Gefängnis zu gehen? Man könnte etwas zurücklassen, was ein Gefangener zur Flucht benutzen könnte. Oder es könnte jemand eingesperrt werden, der dann warten muss, bis wir den Schlüssel bringen. Oh. Einen schönen Tag noch. Ich halte und halte dich von Schwierigkeiten fern. Okay. Hat nicht so viel. Ich bin mir fast sicher, ich könnte ihm den Schlüssel fürs Gefängnis klauen, aber den brauchen wir gerade nicht wirklich. Da haben wir ein Bett. Dieses Bett ist ziemlich heruntergekommen. Irgendetwas muss in die Matratzenritzen gekrochen und dort verendet sein. Ja, das kennen wir schon. Children of the Cathedral Heiler. Wir bieten dir Heilung des Körpers zur Heilung des Geistes an. Kann ich dir helfen? Was für Leute seid ihr? Wir sind die Children of the Cathedral. Wir leben und arbeiten unter den Unglücklichen im Ödland. Kommst du jeweils zum Boneyard, geh in die Kathedrale. Info über Boneyard. Ich glaube, das habe ich die Children of the Cathedral schon mal gefragt und da kam nichts. Darüber weiß ich überhaupt nichts. Okay, danke. Was macht ihr? Wir sind Heiler und Lehrer des Friedens. Wir heilen den Körper, um den Geist zu heilen. Alles, was wir erbitten, ist eine kleine Spende für unsere Heilmittel. Hört sich nach einer guten Idee an. Es ist der heiligste aller Gedanken. Wir wollen den ultimativen Frieden im Ödland schaffen. Alle Wesen sollen die gleichen Rechte haben und in Gemeinschaft leben. Das klingt gut. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Also bisher... Ich meine, die Children sind mit, stecken mit den Supermutanten unter einer Decke, aber das wissen wir noch nicht. Mal sehen, da haben wir den General Store. Wo haben wir denn Junktown-Wache? Nein, ich will nicht eine Junktown-Wache, ich will Killian eigentlich. Da liegt noch das Blut rum. Haben sie nicht sauber gemacht. Du siehst Blut ab. Ich würde es mir gerne genauer angucken, um zu sehen, was da für ein Kommentar kommt. Okay, Killian ist gerade nicht da, wie es aussieht. Junktown-Wache. Junktown-Wache. Ah, da ist Killian. Hi Killian. Es ist spät, komm einander mal wieder. Okay. Witzigerweise konnte ich jetzt hier einfach reingehen. Ein Seil und ein Rucksack. Maximale Tragekapazität erreicht. Okay, wir kommen später wieder. Moment, ich will mir trotzdem noch angucken, was wir hier sonst noch so haben. Regale. Ein Gewehr, okay. Red Rider. Ein Gewehr mit einem Namen.
Und ein Jagdgewehr, langweilig. Und ein paar Mentats. Meins. Und ein Safe. Abgeschlossen. Und ich glaube, wenn ich ihn versuche aufzuschließen, wird er tatsächlich reagieren. Okay, wir warten noch mal ein bisschen. Sagen wir noch eine Stunde. Oh, das ist hell. Hallo. Es ist spät, komm einander. Es ist nicht spät. Okay, vielleicht muss er erstmal rauskommen. Aber es ist interessant, dass in einem so alten Spiel die tatsächlich einen Tag-Nacht-Zyklus hier haben, ne? Nachdem sich die NPCs richten. Was willst du jetzt? Ich will was kaufen. Also, das ist vielleicht ein Zufall. Dafür ist der Laden da. Wir haben fast alles, was du brauchst. Ich zeig dir mal ein paar Dinge. Ja, zeig her. Okay. Einen Haufen Waffen, nicht so viel Geld. Ja, ich habe schon ein bisschen von seinem Geld bekommen, ne? Die hier würde zwar... Wie viel würde die bringen? Wesentlich mehr, okay. Eine Arzttasche, die will ich wahrscheinlich auch nicht einfach so verkaufen. Ein kleinen MG. 1000 noch was. Ich mag keine MGs, deswegen... Ach ja, das Bier und so kann ich verkaufen, ne? Und so, ich habe nur das Bier hier, ne? Wir haben hier noch Booze. Okay, das verkaufen wir auch. Alles. Und Nuka-Cola, ich glaube, die können wir behalten. Psycho, ich glaube, das können wir behalten. Molotow-Cocktails sind nicht zum Trinken da, aber sehr praktisch dafür. Nein. Dafür hat er nicht genug Geld. Okay, und er ist ein vernünftiger Händler, deswegen wird er auf 45 nicht sich einlassen. Und bieten. Gutes Geschäft, wunderbar. Wir haben wieder ein klein bisschen mehr Platz frei. Okay, und er schimpft diesmal wieder nicht, wenn wir reingehen. Das ist interessant. Okay, wir haben den Rucksack. Vielleicht erhöht er unsere Tragekapazität. Bitte erhöhe unsere Tragekapazität. Ein einfacher Rucksack mit zusätzlichen Tragegurten. Gewicht 5 Pfund. Okay, wie kann ich den... Ist unsere Tragekapazität jetzt eventuell so erhöht worden? Tragekapazität ist immer noch 125. Oder kann ich Zeug in den Rucksack packen, damit es nicht berechnet wird? Wir haben hier die kleine MG. Nein, das wollen wir nicht. Oh, jetzt ist es ausgerüstet. Und? Tragekapazität 125. Ne, Moment. Okay, wir sind bei 123. Wir benutzen den. Jetzt ist der hier offen. Und da ist nichts drin. Okay, wie können wir Dinge reinpacken in den Rucksack? So offenbar nicht, oder? Das ist zu groß, aber... Das hier kann ich auch so nicht runterbringen. Ne, auf mich ziehen bringt nichts, auf die Rüstung ziehen bringt nichts. Okay, ich kann es hier als Objekt hinziehen. Okay, jetzt kann ich es eventuell benutzen. Hat keinerlei Wirkung. Okay.
Kann ich jetzt eventuell was reinlegen? Nein. Ha. Okay, ich weiß nicht, wie... Ich brauche ein Tutorial, wie ein Rucksack funktioniert. Okay, Rucksäcke sind normalerweise was Gutes. Wir hoffen einfach, dass das hier auch zutrifft. Junktown Bauer, okay. Hat nichts. Haben wir hier vielleicht Bücher? Oh. Du siehst, keine Ahnung. Okay. Du siehst, keine Ahnung. Okay, können wir... Nein, wir können es auch nicht benutzen. Auch nach genauerer Betrachtung hast du immer noch hast du immer keine Ahnung, was das sein könnte. Okay. Ist das ein Easter Egg? Ist Cat's Paw eventuell ein Spiel, das die gleichen Entwickler gemacht haben? Ich denke, hier haben wir schon alles soweit durchsucht. Also wir wurden aus Junktown nicht rausgeworfen, aber bin nicht sicher, ob es einen Unterschied macht. Oh, du schon wieder. Du weißt, es ist wahrscheinlich nicht gut für deine Gesundheit, wenn du dich hier aufhältst und kein Skulls bist. Du bist kein Skulls. Ja, ihr Skulls könntet wahrscheinlich nicht mal eine Schlafbrahmin umhauen, geschweige denn es mit mir aufzunehmen. Was treibst du immer so? Nicht viel eigentlich. Es gibt nicht viel zu tun. Shark hat wieder mal ein paar Schlägereien im Scumpit angefangen, aber was könnte man hier sonst noch machen? Okay. Du könntest immer noch was anderes machen. Hast du irgendwelche Begabungen oder Hobbys? Also, ich male gern und Winnie sagt, ich bin ein ziemlich guter Koch. Hey, und wir haben viel Spaß, verstehst du? Das kann ich verstehen, aber was machst du, wenn du älter wirst? Wo führt dein Leben hin? Wie wirst du dein Geld verdienen? Hey, hör auf, du hörst dich an wie damals Winnies Eltern. Wir hatten alle zusammen, klar? Also lass das. Okay. Okay. Okay, das kann ich schon verstehen. Gut. Kann ich einfach reingehen? Ja, irgendwie traue ich den Türstehern hier mehr zu, als sie tatsächlich können, wie es aussieht. Da haben wir noch ein Regal, bei dem ich glaube, noch nicht reingeguckt zu haben. Ich beeile mich jetzt immer die ganze Zeit durch die Türen zu kommen, weil ich mich so schnell an die automatischen Türen in der Void gewöhnt habe, die rumgenervt haben. Aber ja, nicht automatisch schließen sich natürlich nicht einfach wieder. Mitglied der Skulls Gang, der schläft, okay. Noch mehr Leute von der Skulls Gang. Ein zorniger junger Mann mit einer Tätowierung, okay. Gangmitglied. Mitglied der Skulls Gang, okay. Reden wir erst einmal mit dem Schrank. Oh, wir hätten hier hinten auch einfach reingekonnt, okay. Du befindest dich auf Skulls Territorium, Fremder. Bei dich, lieber. Skulls? Wer seid ihr, Jungs? Wir sind die einzigartige Junktown Gang. Uns gehören die Straßen und wir beherrschen die Stadt in der Nacht. Tut mir leid, auf Wiedersehen. Du hättest nicht mal auf dem Pausenhof was melden. Ich dachte, die Stadt wird nachts von Gizmo beherrscht. Dieser Fetzer kann nicht mal alleine ausstehen. Wir haben die Macht in dieser Stadt. Wir nehmen uns, was wir wollen. Habt ihr eine Art Deal mit Killian? Wir lassen Killian in Ruhe und er lässt uns in Ruhe, solange es unauffällig abläuft. Verstanden? Okay, erst einmal handeln. Nicht wirklich viel. Ich verstehe schon, ihr müsst euch vor ihm verstecken. Wir brauchen uns das von niemandem gefallen lassen, am wenigsten von Killian. Nur weil er sich für einen glorifizierten Sheriff hält, heißt das noch lange nicht, dass er die Skulls kontrolliert. Entschuldigung, ich wollte dich nicht aufregen. Okay. Du hast sie? Nein. Warum verschwendest du... Wen habe ich? Habe ich eine Quest bekommen, von der ich nichts weiß? Status. Junktown. Lass die Skulls auffliegen. Ich würde gerne, aber... Okay. Wisst ihr was? Wir versuchen es mal so. Wir gucken, ob wir irgendwas Kompromittierendes bei ihm finden.
Sein Geld ist sehr kompromittierend, denke ich. Tja. Ja, ihr Skulls könntet wahrscheinlich nicht mal mit einer schlafenden Brahmin umhauen, geschweige denn es mit mir aufzunehmen. Wirklich? Wir werden sehen. Victor! Okay. Au! Au! Ohne Schaden getroffen. Solange die keine Waffen ziehen, sollte ich das vielleicht auch nicht machen. Oh, das sah gut aus. Oh, der hat eine Waffe gezogen. Was ist jetzt mit... Achso, nee, das ist Ian, der da hinterherläuft und so ähnlich aussieht. Okay. Okay, der hat auch eine Waffe gezogen. Oh, Vorsicht, Dogmeat. Oh. Ohne Schaden, ein Trefferpunkt, okay. Du sagst meinem Hund nicht, dass er sterben soll. Okay, Skulls Gangmitglied ist tot. Ian hat daneben getroffen. Okay, wir sind dran. Entschuldigung, Sherry. Aber das muss jetzt sein. Okay, wir haben 3 aufgegeben. Wir haben insgesamt 10. Das heißt, wenn wir uns 4 bewegen, haben wir noch was. Okay. Ach ja, und ich sollte mal kurz speichern, weil hier ist es wieder sehr gedrängt und ich bin nicht sicher, ob ich nicht eventuell einen von meinen Leuten treffe hier. Du, hat mich Ian gerade... Achso, nee, Moment. Das da hinten ist Ian. Du siehst Ian. Und das hier ist Winnie. Okay. Ich dachte, ich wäre hier einigermaßen sicher. Okay. Au. Au. Nee, daneben getroffen. Au. 4 Trefferpunkte. Okay. Dogmeat wurde ohne Schaden getroffen. Ich komme wieder. Okay. Bis dann. Dogmeat trifft nicht. Victor wurde für 2 Punkte getroffen. Ian kümmert sich um den Flüchtling. Okay. Dann schätze ich, kümmere ich mich weiter um Victor. Nee, Winnie. Okay, wir gehen ein Stück zurück. 3 Trefferpunkte, obwohl er mit einer Pistole schießt. Dogmeat. Okay, das waren wieder zu wenige. Ian holt den dort nicht wirklich vernünftig ein, wie es aussieht. Acht Trefferpunkte, nicht schlecht. 6 Trefferpunkte, wie sieht er aus? Schwer verletzt, immerhin. Au, 6 Trefferpunkte. 7 Trefferpunkte. Dogmeat, oh Gott. Okay, Skulls Gangmitglied ist erledigt. Okay, wir haben... Ach Gott. Das waren 22 Schadenspunkte und der steht immer noch. 5 Trefferpunkte. Au. 13 kritischer Treffer. Okay. Okay, Victor ist tot. Ich bin mir ziemlich sicher, Winnie ist so gut wie tot, aber... Okay, wir müssen ein Medikit benutzen. Ein Stimpack. 17 Trefferpunkte, okay.
Autsch. 6. Oh, nochmal 5. Dogmeat, rette mich. Okay, kein Problem. Alles ist gut. Ian, wir müssen den nicht sofort... Na gut. Messer, Lederjacke. Nichts, was wir jetzt direkt brauchen, denke ich. Geld kann man immer gebrauchen. Wir müssen demnächst noch die Stimpacks kaufen, nehme ich an. Wir nehmen mal ein Messer mit. So. Wie schwer bist du verletzt, Ian? Unverletzt? Okay, kümmere dich um den alleine. Okay, nur ein Messer. Dann schauen wir bei dem Mitglied hier noch lang. Ian hat einen Trefferpunkt einstecken müssen. Ich finde schön, dass Dogmeat einfach mit mir mitkommt hier gerade. 10 Trefferpunkte, gut gemacht, Ian. Okay, noch ein paar Münzen. 6 Trefferpunkte. Okay, so langsam könnte Ian auch Probleme bekommen da hinten. Meine keine großen, aber okay, nee, dem geht's gut. Für das Töten deiner Gegner hast du 400 Erfahrungspunkte. Und die Stadt ist sicher. Sicherer. Also von uns abgesehen. So, okay. Und wieder raus hier. Willkommen zurück. Was kann ich für dich tun? Ich brauche ein Zimmer. Nicht schon gut. Mal sehen. Handeln. Habt ihr irgendwas Interessantes? Ein Haufen Schrottmunition. Nicht schon gut. Gut, dann müssen wir mal zurück zum Doc. Doc nur mit C, nicht mit CK. Wir wollen nicht ablegen. Wir wollen geheilt werden. Aber es kann sein, dass der dafür Geld will. Flash, nein. Dr. Morbid. Also ne, der Assistent Dr. Morbid. Okay, wie geht's? Ich will zum Doktor. Du solltest mit Flash hier reden, der kann dir Sicherheit helfen. Okay. Schönes Wetter heute, ne? Ja, tolle Hilfe. Du bist eine große Hilfe, Flash. Was haben wir hier? Moment mal. Hat Doc Morbid ein Untergrundlabor? Stein. Warum hat er Steine? Und die Splittergranaten nehme ich... Oh, verdammt. Ich wollte sie mitnehmen, einfach um die Stadt sicherer zu machen und so. Okay, jemand namens Doc Morbid klingt jetzt nicht so vertrauenswürdig. Das heißt, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns mal angucken, was... Hey, du, stopp! Ich habe nichts getan, echt nicht. Okay, Ian geht tanken. Ich versuch's kurz zu machen. Okay, ja, versuch das mal. Und wir müssen mal wieder Stimpacks benutzen. Offenbar mögen die es nicht, wenn man sich um ihre Probleme kümmert. Okay, 31 muss reichen. Okay, und wir kommen wieder zurück. Jetzt, wo Ian ihn angegriffen hat, wird er... Okay, kümmert er sich vielleicht nicht direkt um Ian. 10 Trefferpunkte. Okay, insgesamt 22 Schaden. Der dürfte ziemlich kaputt sein. Schwer verletzt immerhin, okay. Wir bleiben hinter Ian. Ich nehme an, der ist noch zu weit weg. Ja. Wo ist Dogmeat? Moment, wir gehen noch einen Schritt weiter hinter Ian. Auf 4 Trefferpunkte, okay. Und der ist erledigt. Okay. Ja. Irgendwie läuft das gerade nicht so, wie ich wollte. So gar nicht.
Der hat auch nicht das, den Schlüssel für das Gefängnis gehabt. Ah, kann ich den Kampf mal beenden? Danke. 55 Erfahrungspunkte. Dogmeat kommt hinterher. Das ist nett. Verschlossen. Mal sehen, ob wir das öffnen können. Das kannst du nicht aufschließen. Okay, gucken wir mal, ob wir es trotzdem öffnen können. Wir haben ja die Dietriche. Moment. Hat keinerlei... Achso, nee, Moment. Ich müsste das so hier machen. So, und... Kann ich nicht aufschließen. Okay. So, dann schauen wir mal, ob der uns vernünftig heilen kann. Ja, hilf mir. Du bist verwundet. Wir benötigen eine Spende von $170, bevor wir dich heilen können. Bist du damit einverstanden? Nimmst du 12.750.000 Dollar. Nein. Ich brauche mein Geld noch. Obwohl, brauche ich mein Geld noch? Bin ich sicher. Hast du was zu handeln? 6 Mark. Okay. Okay, dann... Ja, okay, wir... Ja, hier. Danke dir, meine Tochter. Lass uns für deine Heilung beten. Wehe, das wirkt nicht. Das war's. Friede und der Segen der Schädelin sei mit dir. Okay, handeln. Hast du jetzt mein Geld? Nein. Doofes Spiel. Moment, vielleicht hat das ja jetzt... Vielleicht musst du es einfach nur neu laden. Moment. Handeln. Nein. Okay, was für Leute? Okay, danke. Oh, Entschuldigung. Wir haben dich nicht gefragt. Ich merke, dass du unserem Glaubensbekenntnis nicht mehr zuhören willst. Wenn du etwas anderes brauchst, dann kommst du uns. Okay, Entschuldigung, ich habe mich verklickt. Ich wünschte, das könnte ich im RL sagen und es würde funktionieren. Bin nicht mal sicher, ob es hier funktioniert. Wir gehen mal auf Karma. Ruf allgemein 18. Yay. Vielleicht ist es nicht so klug, die Dingstasse gegen sich aufzubringen, die Heiler. Okay, schauen wir mal bei Doc Morbid vorbei. Oh, jetzt ist er hier oben. Ups, das wollte ich nicht, aber ist auch in Ordnung. Ein rundlicher Zwerg. Was willst du hier unten? Dein Boss hat mich runtergeschickt. Sprich nicht so mit mir, du Schwachkopf. Nur mal sehen, was du so machst. Nicht auf wieder. Okay, der Boss hat mich. Ha, okay. Okay, heißt das, dass du fast fertig bist? Ja, fast fertig. Womit? Körperteile fast fertig für den Hub. Wozu? Für Bob. Zum Verkaufen. Zum Essen. Warum du das wissen wollen? Ich weiß nicht genau, ob Bob das Menschenfleisch hierher bekommt. Manchmal habe ich ein bisschen... Okay. Ja, Doc Morbid hat die besten Menschenkörper. Unübertroffen. Okay, ich komme gleich wieder, um die Körper abzuholen. Auf Wiedersehen. Bin ich sicher, ob mir das gefällt. Öffnen. Halte ich aus den Sachen des Doktors raus. Ich komme später wieder. Nichts. Das ist ja doof. Ich hoffe die ganze Zeit auf Bücher. Ich will meine Skills erweitern, aber ich will nicht meine Skillpunkte ausgeben. Oh, ein bisschen Futter. Gut, zu viel schon ausgegeben. Okay. Hey, Doc. Oh, ein Kunde. Womit kann ich dienen? Du musst mich heilen? Nichts, nur ein bisschen reden. Du scheinst ja ganz aufgeregt zu sein, mich zu sehen. Warum denn?
Ich weiß Bescheid über dich und Iguana Bob, du dreckiger Metzger. Okay. Oh Gott. Ich bin froh, dass ich von dem kein Iguana-Fleisch gekauft habe. Mein Geschäft läuft in letzter Zeit nicht mehr so gut. Ich freue mich, wenn ich überhaupt Kunden zu Gesicht bekomme. Nicht, dass mir deine Gegenwart was ausmachen würde. Okay. Hervorragend, du musst mich heilen. Warum läuft das Geschäft nicht mehr so gut? Falls du es noch nicht gemerkt haben solltest, ich habe einige Konkurrenten. Sich bei Keyan zu beschweren, wird nichts nützen. Er sieht nichts Schlechtes an den Neuen. Diese verdammten Children sind neben einen eingezogen und die haben viele meiner Patienten abgezogen. Das gefällt mir natürlich nicht. Aber ich kann meine Preise nicht auf ihre Preise runterdrücken. Ich kann eine bessere Leistung anbieten. Ah, bessere Preise. Interessant, danke. Also wenn du irgendwas brauchst, schau einfach vorbei. Keiner ist besser als ich. Mann, ich wurde voll geheilt. Und ja, der Preis, ja, wenn der hier noch größer wäre, ist es doof, ne? Okay, ich würde sagen, wir beenden hier mal die Folge. Ich bin nicht sicher, ob ich so einfach hier wieder rauskommen werde. Die Gefängniswache hat mich schon angegriffen. Das mit dem Rucksack. Ich glaube, ich google das. Wie ein Rucksack in dem Spiel funktioniert. Okay, also ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentar und adios.